Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie man Karma Police von Radiohead spielt. Lade euch zu Anfang am besten mal gleich das Songstruktur-PDF runter, das findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bei dem Song haben wir ein primäres Schlagmuster, das wir uns jetzt zuerst ansehen werden. Und dann haltet Zettel und Stift bereit, denn es gibt einige Akkorde und es gibt viele Akkordwechsel. Es gibt eine relativ lange Verse, es lohnt sich immer einmal aufzuschreiben. Sonst ist es so komplett aus dem Gedächtnis zu reproduzieren immer ein bisschen schwierig. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Verse. Ihr seht im Songstruktur-PDF, wir haben Intro, Verse, Chorus und eine Middle Eight. Verse ist erstmal der Hauptteil sozusagen und das Intro ist das gleiche wie die Verse, aber ein bisschen einer anderen Version und die Verse brauchen wir öfter, deshalb starten wir jetzt erstmal mit der Verse, beziehungsweise mit dem ersten Akkord der Verse, das ist ein A-Moll-Griff. Und anhand von diesem Griff will ich euch jetzt zuerst mal das Schlagmuster zeigen. Das Schlagmuster ist relativ simpel. Wir haben vier Schläge auf die Viertelzählzeiten. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal auf die letzte und Zählzeit, also auf die 4 und, nochmal einen Upstroke. Das heißt, wenn wir es komplett so ausspielen, klingt das so. 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, so können wir jetzt erstmal den ganzen Song im Prinzip schon begleiten. Allerdings gibt es noch ein, zwei Besonderheiten, die wir noch beachten wollen, damit es auch wirklich so klingt wie das, was Thom Yorke von Radiohead in dem Song spielt. Erstens wollen wir die Betonung auf die Zählzeit 3 setzen. Das heißt, die 3 ist der stärkste Schlag in dem Takt. Das ist der sogenannte Balladengroove. Mein Video zu den 3 Grooves habe ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Da lernt ihr dann auch, wie ihr anhand von diesen 3 Grooves eigene Schlag- und Zupfmuster euch ausdenken könnt. Und das heißt erstmal, dass die Zählzeit 3 am stärksten geschlagen wird. Das heißt nicht, dass wir da total reinholzen müssen, aber dass die eben stärker geschlagen wird als alle anderen. Das erreichen wir in der Regel einfach dadurch, dass wir mehr Saiten spielen. Dementsprechend spielen wir auf die Zählzeiten 1 und 2 einfach nur die unteren Saiten unseres Griffs. Das heißt, wenn wir uns mal den Griff ansehen, es geht ja ab der A-Seite los bis zur hohen E-Seite. Und da können wir jetzt eben auf die 1 nur mal so die unteren 3 Saiten anschlagen. Auf die Zählzeit 2 würde ich dann sogar noch weniger Saiten anschlagen. Ich versuche sogar immer nur so den Basston zu spielen. Ob da jetzt nur der Basston oder noch eine zweite Seite klingt, ist eigentlich egal. Hauptsache, dass der eben noch ein bisschen mehr zurückgeht. Und auf die 3 können wir dann eben einmal wirklich komplett über alle Saiten drüber ziehen. Wichtig ist vor allem, dass wir eine Betonung auf den hohen Saiten haben, dass die hohen Saiten eben wirklich mitklingen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Zählzeit 4 und 4 und breche ich dann immer ganz gerne. Das heißt, auf die 4 schlage ich wieder nur die unteren 3 Saiten und auf die 4 und die oberen 3 Saiten. Und durch diesen gebrochenen Akkord, also dass ich nicht immer alle Saiten spiele, sondern auf die 4 nur die unteren, auf die 4 und nur die oberen Saiten, ist es ein bisschen dynamischer und die Gitarre ist nicht so schnell von dem Schlagmuster überfordert. Das heißt, diese 4 Schläge oder diese 5 Schläge mal im Kontext langsam mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Versucht das erstmal ein paar Mal in Schleife zu spielen. Und ihr werdet merken, ihr habt da direkt schon ein bisschen dynamischeres Spiel. Mein Video zum dynamischen Spiel habe ich euch ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und dieses Schlagmuster können wir jetzt für alle Akkorde anwenden, die da noch kommen. Es gibt ein paar Abweichungen, wo wir noch ein paar Schläge mehr machen, aber das erkläre ich euch dann an der entsprechenden Stelle. Wir wollen uns jetzt erstmal die verschiedenen Griffe angucken, die wir für den Song brauchen. Und wir hangeln uns jetzt mal so an der Verse entlang. Das sind insgesamt, soweit ich weiß, 16 Takte. Und wir gucken uns mal nach und nach an, welche Akkorde da so gespielt werden. Es geht los mit dem A-Moll-Griff. Dann kommt ein D add 9 über Fis. Das ist sehr viel einfacher zu greifen als zu sprechen.
Den D über Fis kennen einige von euch wahrscheinlich schon. Das ist Zeigefinger auf der tiefen E-Seite im zweiten Bund, Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund und dann nehme ich immer gerne den kleinen Finger auf der B-Seite im dritten Bund. Wichtig ist da jetzt, dass wir die A-Seite abdämpfen, nämlich dass wir den Zeigefinger so ein bisschen schräg übers Griffbrett legen, damit wir die A-Seite eben berühren und die nicht mehr klingen kann. Und meistens ist es so, dass wir die hohe E-Seite weglassen oder dann noch einen Ton greifen. Bei diesem speziellen Song ist es jetzt so, dass die leer klingt. Also die Topnote ist hier auch ein E, beziehungsweise dann diese Add 9 von dem D. Das ist, finde ich, eine sehr prägnante Harmonie, die man in dem Song sehr gut raushören kann. Dann kommt ein E-Moll. Und dann kommt G. Und hier bin ich mir jetzt immer so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ich greife den gerne so, dass ich die hohe E-Seite komplett rauslasse. Also ich dämpfe die mit dem Ringfinger so ab, beziehungsweise mit der Hand, dass die eben nicht mitklingt, nicht mitschwingen kann. Ihr könnt auch ein ganzes G da greifen und hier die E-Seite im dritten Bund greifen. Das ist einfach so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde die Harmonie da ein bisschen schöner, aber das ist eure interpretatorische Freiheit. An der Stelle mache ich jetzt immer noch einen kleinen Übergang und zwar auf die 4 spiele ich einmal nur die tiefe E-Seite im zweiten Bund. Das ist nämlich das, was der Bass an der Stelle macht und ich finde, das kann man mit der Gitarre gut mitgehen. Also 1, 2, 3, 4 und da schlage ich dann vor allem die tiefe E-Seite und wenn da jetzt noch irgendwie ein paar von der A, D oder G-Seite mitschwingen, also die A-Seite nicht, aber die D oder die G-Seite mitschwingen, dann nehme ich die so mit. Das macht den Schlag da an der Stelle einfach ein bisschen voller. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4 und dann bin ich auf der nächsten 1 wieder auf dem G. Das heißt, diese 4 Takte einmal für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das sind erstmal die ersten 4 Takte. Das ist schon mal die Grundlage für die nächsten 4 Takte. Bevor wir uns mit den nächsten 4 Takten beschäftigen wollen, möchte ich aber noch auf eine Besonderheit eingehen, die das Schlagmuster angeht. Und zwar spielt Thom Yorke nicht immer, aber relativ häufig im letzten Takt nochmal ein paar Schläge. Und zwar spielt er da auf die, wenn wir jetzt mal uns das G angucken, ab der 2 und alle Schläge durch. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Also 1 und 2 und 3 und 4 und eigentlich. Und was er noch macht, ist, er ändert die Betonungsstruktur. Das heißt, er nimmt die Betonung von der 3 weg und nimmt die Betonung auf die 2 und, 3 und, 4 und. Das sind jetzt die wichtigen Schläge. Das heißt, die Downstrokes sind immer ein bisschen schwächer, die Upstrokes sind ein bisschen betont. Das heißt, ich habe hier 1 und 2 und 3 und 4 und. Also ein bisschen übertrieben jetzt, aber das ist so grundsätzlich das, was da gemacht wird. Und das sorgt eben alles dafür, dass es wirklich nach Karma Police klingt und nicht einfach nach 4 Akkorden, die nacheinander gespielt werden. Das heißt, nochmal diese 4 Takte für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn man es ein bisschen schneller spielt und ich das Zählen weglasse, klingt so. Und so weiter. Und da könnt ihr hören, okay, das ist wirklich der Song und nicht einfach nur irgendwie die 3, 4 Akkorde nacheinander gespielt. Machen wir mal weiter mit den nächsten 4 Takten. Die sind nämlich im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu den ersten 4 Takten. Der einzige Unterschied ist da der Akkord im zweiten Takt. Da nehmen wir nämlich nicht das D 9 über Fis, sondern ein F Barré im ersten Bund. Also wir kommen von A, dann auf F, dann gehen wir wieder auf E. Diese neue Betonungsstruktur. Dann im nächsten Takt geht es wieder weiter mit A-Moll. Dann gehen wir auf normales D, also einfach einen offenen D-Griff.
Und jetzt kommt hier so ein bisschen Basslaufarbeit. Wir fangen an mit G-Dur. Dann gehen wir auf G über Fis. Dann nehmen wir jetzt hier den Mittelfinger auf der tiefen E-Seite weg, gehen auf, mit dem Zeigefinger auf den zweiten Bund auf der tiefen E-Seite. Dann geht's auf C. Und dann auf diesen, es ist ein klassischer Gitarrenakkord. Ich nenne ihn immer C-Sus 2 über B, auch wenn das eine unbefriedigende Bezeichnung ist. Ihr habt den bestimmt alle schon mal gesehen oder auch schon gespielt. Wir nehmen den Ringfinger weg, nehmen den Mittelfinger von der D-Seite und legen ihn auf die A-Seite. Und dann geht's auf A. Das ist immer der Übergangsakkord zwischen C und A-Moll. Nicht immer, aber fast immer. Und oft genug, dass man sagen kann, das ist ein absolut etablierter Gitarrenakkord. Das heißt, wir haben hier... Und was ich an der Stelle mache in diesen beiden Takten ist, dass ich von dem G auf die 1 und dann noch einmal immer einen Schlag auf die 2 und dazufüge. 1, 2 und. Weil das noch so ein bisschen einfach Fahrt aufnimmt und dann nicht einfach nur so stumpf... So, das ist mir zu langweilig, sondern ich mache. Und dann gehen wir natürlich auf das unausweichliche A-Moll. Das A-Moll kommt hier auch wieder für zwei Takte. Dann kommt ein B-Moll, Barré im zweiten Bund von A-Moll ausgehend. Und dann ein D-Dur. Und schon haben wir die 16 Takte voll. Das ist jede Verse und auch das Intro mit einer kleinen Abweichung. Da komme ich gleich noch zu. Das spiele ich euch nochmal im Kontext vor. Die Verse ist damit abgehakt. Gehen wir mal ganz kurz aufs Intro, denn im Intro gibt es zwei Akkorde, die ein bisschen anders gespielt werden. Und das kommt, soweit ich das rausgehört habe, wirklich nur im Intro vor. Und zwar geht es um die letzten beiden Griffe. Das ist einmal das B-Moll und das D-Dur. Und so wie ich es gehört habe, werden diese beiden Griffe mit leerer hoher E-Seite gespielt. Das heißt, wir nehmen hier den Barré weg, greifen mit dem Zeigefinger nur noch die A-Seite im zweiten Bund. Und haben hier nochmal so eine 11, also B-Moll add 11. Schöner Akkord. Und den gleichen Clou machen wir nochmal bei D-Dur, nehmen hier den oder lassen den, die hohe E-Seite frei und haben dann einen D-Sus 2 Akkord. Also die letzte Zeile klingt dann dementsprechend so. Und das bringt einfach, finde ich, nochmal so ein bisschen Farbe mit rein und setzt halt auch das Intro nochmal deutlich von der Verse ab. Intro haben wir abgehakt, Verse haben wir abgehakt. Kommen wir mal in den Chorus. Das ist dieses This is what you get. Hier kommt nämlich ein neuer Akkord und zwar ein dominantischer Akkord. Wir fangen an mit C-Dur, einen Takt lang. Gleiches Schlagmuster wie in der Verse. D-Dur einen Takt lang. G-Dur einen Takt lang und dann Fis Dominant 7, einen Takt lang, das ist Barré im zweiten Bund von E-Dur ausgehend. Und hier müssen wir jetzt den kleinen Finger nochmal wegnehmen, damit wir die Dominant, also die kleine 7 bekommen, den Dominant Sept-Akkord. Für einen Takt und das klingt dann dementsprechend so. Diese vier Takte spielen wir jetzt zweimal, dann haben wir insgesamt acht Takte. Beim nächsten Durchlauf haben wir nochmal C,
D-Dur, G-Dur. Und dann gehen wir aber nicht auf das Fis 7, sondern auf das B-Moll. Das ist dieses When you mess with us. Dann gehen wir auf C, zwei Takte. Dann einen Takt lang B und dann einen Takt lang D. Das heißt, nochmal der Chorus für euch im Kontext. This is what you get. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Zweiter Takt C, B, Moll und D. Danach kommt eigentlich nochmal die Verse, dann kommt nochmal ein Chorus und dann kommt die Middle Eight. Ich habe das im Vorspiel abgekürzt, bin vom Chorus direkt in die Middle Eight gegangen. Und die Middle Eight ist der letzte Formteil, der uns jetzt noch fehlt. Da kommt nochmal ein neuer Akkord und wir bewegen uns jetzt hier ein bisschen um ein anderes tonales Zentrum rum, denn wir gehen jetzt hier auf ein B-Moll. Und soweit ich weiß, bewegen wir uns vorher also mit A-Moll und jetzt gehen wir auf B-Moll, andere Tonart, sehr cool komponiert. Wir starten in B-Moll, dann gehen wir auf D, dann auf G und wieder auf D. Das sind die ersten vier Takte. For a minute there, I lost myself. Dann geht's wieder G, I lost, wieder auf D und dann die letzten beiden Takte sind E7. Ich greife den jetzt so, dass ich ein ganz normales, offenes E-Dur greife und dann kommt der kleine Finger auf die B-Seite in den dritten Bund. Das kommt zwei Takte, da sind wir wieder bei acht Takten und die wiederholen sich jetzt nochmal und dann haben wir schon die ganze Middle Eight. For a minute there, I lost myself, I lost myself. Und das ist auch schon der ganze Song. Wenn ihr alle diese Formstelle spielen könnt, dann kommt ihr durch die ganze Nummer durch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu der einen oder anderen Spieltechnik, die ich in dem Video erklärt habe, die ihr nicht ganz verstanden habt, schreibt mir unbedingt einen Kommentar. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Besucht meinen Kanal für noch mehr Videos zum Thema Gitarre. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.